So, guten Morgen, willkommen zurück zu Amber Moon. Weiterspielen. Ich habe zwar noch nicht mal die letzte Aufnahme hochgeladen. Was hat denn jetzt die Framerate schon wieder? Aber die letzten zwei Aufnahmen habe ich noch gar nicht hochgeladen, glaube ich. Und ich müsste auch noch andere Projekte aufnehmen, aber egal, Karl. Ich habe zwei Hinweise bekommen. Einen unter dem YouTube-Kommentar. Der hat gemeint, ich hätte die tollen Waffen in Dings übersehen in, jetzt fällt mir der scheiß Name nicht ein, schau einfach mal nach. Gemstone, genau. Angeblich soll da noch ein zweiter Schrank mit richtig geilen Waffen stehen. Oder richtig guten Waffen oder wie auch immer, ich bin ja eher skeptisch, ob da wirklich noch gute Waffen sind, aber ich gucke halt mal schnell nach. Und der zweite hat gemeint, ich soll zum Händler nach Spanneberg. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich da soll, aber ich soll da mal hingehen, hat er gemeint. Der hat mir eine Nachricht geschrieben. Er will nicht spoilern, aber ich soll da mal hingehen. Und hätte ich deren beiden Namen nicht vergessen, würde ich sie jetzt erwähnen. Der eine steht im Kommentar, schau dich selbst nach, unter irgendeinem Video von Amber Moon. Sind nur 100 irgendwas, das könnt ihr mal schnell nachgucken. Bitte, hallo. Mal schnell das ganze Display nochmal gucken. Dann gucken wir doch mal, ob da wirklich so tolle Waffen drin sind. Wahrscheinlich nicht. So, ich habe hier irgendwo noch einen Schrank übersehen. Ich werde übrigens auch schon wieder müde. Dabei bin ich doch noch gar nicht so lange wach. Okay, gar nicht so lange. Okay, hier ist kein Schrank. Wo ist denn da noch ein... Ist das da noch ein Schrank? Bist du ein Schrank? Du bist ein Schrank. Gut. Oh mein Gott, eine Falle. Oh Gott, sie hat es geschafft, ihn zu entschärfen und zu öffnen. 3 Gold. Hey, das hat sich fast schon... Keule der Gala... Ja. Mhm. Ja, die mächtigen Waffen. Ich merke schon. Habe ich nicht den Sonnenhelm schon mal mit irgendjemandem? Was macht der? Schutz 3 und das war's dann schon. Was macht mein Hut? Oh, plus 1, wow, das ist... Ich muss schon sagen, also das haut schon, ne, mich voll aus den Socken. Das ist schon regelrecht beeindruckend. Keule der Gala habe ich auch schon, ja. Kann hier irgendwas Tolles? Nein. Ja, Stärke der Attacke, toll. Toll. Hat sich richtig gelohnt. Warum habe ich dir keine Wurfsäge gegeben? Achso, wegen Stärke, richtig, ich erinnere mich. Okay, du bekommst einen Sonnenhelm. Der plus 4 macht. Achso, weil ich das Ding noch aktiv habe, glaube ich. Ja, ich muss sagen, mächtige Waffen finde ich hier nicht, aber hätte mich überrascht, wenn. Okay, und jetzt muss ich noch mal raus hier. Halt, hier drin kann ich den Adler ja nicht rufen. Ich weiß zwar nicht, warum ich in Städten landen kann, aber ihn... Oh, da war doch die Tür. Ich kann in Städten landen, aber ich kann den Vogel nicht mehr rufen, um mich dann da wieder rauszubringen. Die Logik verstehe ich auch nicht so ganz, aber passt schon. Wahrscheinlich hätte das extra Arbeit gemacht zum Programmieren. Bitte, dieses bisschen Assembler-Hacking da... Pff. Paar Go-To-Anweisungen mehr, das ist noch nichts. Oh Gott. Stimmt, damals haben sie mit Go-To-Anweisungen gearbeitet. Uah. So was macht man heutzutage hoffentlich nicht mehr. Okay, einigen Entwicklern traue ich das zu, irgendwie so Call of Duty oder sowas. Da kann ich mir vorstellen, dass die noch so arbeiten. Andererseits ist deren Engine ja auch irgendwie 200 Jahre alt. Bin ich denn hier? Hä? Ist das schon mal? Achso, das ist, glaube ich, das Schnarkistiken. Das Schnarkistiken, oder? Ja, und der Händler zu. Stimmt, das liegt hier ja auch irgendwo. Da war ja was, das ist ja hier irgendwo. Ich war da ja auch erst irgendwie 50 Mal. Ich werde schon wieder müde. Aber hey, wenn ich schon müde bin, könnte ich doch für... Kleines Geld, sobald ich es finde, da. Mal günstig hier absteigen. Habe ich Trainingspunkte? Ich habe Trainingspunkte, die ich verballern kann. Großartig.
Hat das Schwimmbad auf? Das Badehaus. Schwimmbad. Badehaus, Schwimmbad. Wo ist denn der Unterschied? Ich werde mich schon wieder müde. Habe ich überhaupt Geld dabei? Ich habe tatsächlich Geld dabei. Ich bin fast pleite, aber egal. So, dann. Problem ist, weil ich das gemacht habe, habe ich keine Ahnung, was ich danach genau machen soll. Ich werde mir wohl mal. Ja, bitte, wohl zu tun und so. Bla 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 bla. 35 Spruchlernpunkte. Okay, ich. Könnte jetzt mal Wiederleben versuchen. Wiederleben. Ach, jetzt habe ich. In Gemstone liegen, glaube ich, noch mehr Waffen im anderen Schrank, oder? Yay, Wiederbeleben. Ich brauche jetzt noch Vertreibe und Tode und dann habe ich alles, was ich mit ihr haben kann, möchte, wollen, tun. Ich habe nicht geschlafen, ich schlafe und darf ich nochmal 6 Goldstücke? Oh, dabei hatte ich gerade so eine schöne gerade Zahl. Okay, wir holen uns alle nochmal aus und gut ist. So. Dann geht es jetzt erstmal nach Hause und dann gucke ich mal, was der Händler in Spanneberg noch so Tolles angeblich haben soll. Wahrscheinlich verarscht er mich einfach nur. Hahaha, Idiot. Hast du wirklich geglaubt, dass die Händler irgendwas Gutes haben? Fällt mir ein, habe ich die Wurfaxt schon ausgetauscht? Nein. Was soll ich mal tun? Vielleicht soll ich auch. Weiß nicht, soll ich den Amberstar weiter mitnehmen? Warum nicht? Was wiegt denn der? Was wiegt denn so ein Amberstar? 150. Damit habe ich dann nicht auch noch einen Gruft. Nee. Gruftschlüssel habe ich mal irgendwo verballert, ich erinnere mich. Gut, dann legen wir uns jetzt erstmal unser Zeug hier ab. Und dann stopfe ich das denn rein. Noch mal Ausrüstung, habe ich die nicht da drüben drin? Hatte ich da nicht. Nee, da hatte ich Zauber und Gold. Es ist schon leicht ekelhaft. Schattengürtel, da passt doch hier das andere Zeug noch mit rein. Hut, ja komm. Noch irgendwas, was ich ablegen muss. Zeitstopper kann ich, glaube ich, wegwerfen. Feuerbrand, das ist alles Schrott. Gute Ausrüstung. Puh. Ich glaube, dazu bin ich ein bisschen zu spät dran. Hä? Ich könnte die Wunschmünzen irgendwann mal in den Brunnen schmeißen, aber... Hat noch Zeit. So. Soll ich noch einen Feuerbrand? Im ersten Teil war es eine richtig mächtige Waffe. Vor allem, nachdem ich irgendwie 20 Mal das Zeug drauf geschmiert habe. Hier ist es eher noch so, ja, es existiert halt. Schön, wie es sie am meisten trägt. Hier, Frau, schlepp! So, und dann hätte ich im Prinzip gleich schon die Steine mitnehmen können, ne? Naja, wir wollen ja mal nicht zu schnell spielen, ne? Sonst ist das Spiel ja gleich vorbei nach 100 irgendwas Folgen. Der Händler hat jetzt zu, ne? Natürlich hat der Händler jetzt zu. Warenhändler, ja bitte. Lass ich mich raten, der hat irgendwie bis 20 Uhr offen. Wo ist denn das Schild? Ja, war ja klar. Ich werde noch nicht müde. Überraschend. So, was hast du denn Tolles? Und, blau. Das blaue Pilz? Ich bin mir nicht sicher. Naja, der Pilz ist blau. Er hat unendlich viele davon. Ja, ich bitte, ich möchte mal einen kaufen. Okay, dann müsste ich jetzt... Achso, unter Voraussetzung, dass das jetzt als blauer Pilz gilt und das andere als roter Pilz, dann passt das. Ganz vergessen, dass ich da kaufen kann. Hat sich fast schon gelohnt. Wahrscheinlich brauche ich 3 davon oder sowas. Okay, dann würde ich sagen, wir brauchen jetzt mal diesen Trank. Da weiß ich wenigstens, was ich tun muss, anders als bei dem anderen Ding. Also ich brauche, was brauche ich denn? Ich brauche eine Feuerdistel. Das ist keine Feuerdistel. Das ist eine Feuerdistel.
Ich brauche einen Feuerstein, das habe ich. Eine Sumpflilie habe ich auch. Ich brauche einen Rotpilz. Habe ich den da nicht auch irgendwo? Muss man Rotpilz gleich mal suchen. Blaupilz habe ich dabei. Kalmierkraut. Eine Fiole und ich muss mal einen Rotpilz suchen. Wo habe ich denn den hingeworfen? Oh Gott. Was ist denn nicht da in der Kiste? Gute Frage. Ich muss mal neu sortieren. Schon wieder. Ich habe zu viel Zeug. Dabei habe ich doch schon so viel. Nee, der war, glaube ich, in der. War der in der Kiste? Ja. Und ich brauche noch eine Fiole, die müsste hier gewesen sein. Nee, das funktioniert nicht. So. Brauche ich das Buch? Ich speichere mal und versuch's. Ich könnte mal auf sicher sichern. Was natürlich total toll ist, weil ich das noch gar nicht hochgeladen habe und wenn irgendwas kaputt geht, ich dann riesigen viel das Zeug habe. Und jetzt muss ich zu einem Hexenkessel. Komme ich da am schnellsten hin? Wenn ich das Windtor nehme. Windtor! Jetzt werde ich gleich müde, wetten wir was? Ich hab's doch gesagt. So, Windtor. Und da ich jetzt keinen Bock habe, das andere Windtor zu suchen. Okay, dann weiß ich jetzt, was ich tue. Dann muss ich nicht mit den Steinen auf gut Glück irgendwas ausprobieren. Fällt mir einfach heute das Feuerstein-Eisending irgendwann nochmal. Das ist auch eine gute Frage. Stühle mögen mich immer noch nicht. Gut, dass die Tore hier wenigstens sich nicht beschweren. Die Türen. Oh, da liegt ja auch noch Zeug. Was ich nicht brauche. Aber dennoch mitnehmen werde, weil ich alles mitnehmen muss. Bitte, sie können keine. Was wiegt denn so ein Seil? Ein Kilo! Was ist das für ein Seil? Ja, also wenn du dich mal hier vom Mount Everest abseilen willst, ne? Genau dein Ding. Ich würde Feuerstein Eisen vielleicht in der Zwergenmine das Ding hätte anzünden können? Ich weiß nicht, benutzt. Das habe ich irgendwie einmal gebraucht, glaube ich, oder? Ich geh mal weg. Geh mal kusch. Ah, da ist der Topf. Was will der jetzt tun? Kann ich das einfach so benutzen, oder? Nee, ich will das. Ich muss das doch an. Doch, Kessel von dem Hexenmeister. Vielleicht brauche ich selbst, muss ich selbst Hexer sein. Nee, das ergibt keinen Sinn. Ich hole doch das Buch, glaube ich. Vielleicht hätte ich den Hexenmeister noch gebraucht, den ich nicht umbringt. Das wäre jetzt schlecht. Das wäre jetzt ungünstig. Kräuterpaladin, Kräuterbuch? Nee. Das war Bienes Tagebuch. Gott, welches Buch war das jetzt? Oder brauchte ich mehrere von den Dingern? Oh Gott. Suche das Buch. Da drin. Bitte sei da drin. Du bist nicht da drin. Gut. Das ist natürlich jetzt schon mal gar kein Problem. Wir werden es finden. Oder war das doch das Kräuter? Nee. Was ist denn da noch drin? Auch kein Kräuterbuch. Jetzt ist es kompliziert. Ich habe die Tarnkappe gefunden. Toll. Habe ich da unten versteckt. Warte mal kurz. Ich kann nur die benutzen, deswegen liegt die da drin. Scheiße. Habe ich das Buch dabei?
Nee. Wo ist dieses scheiß Buch hin? Mal in meine Bibliothek gucken. Vielleicht haben wir es ins Bücherregal gestellt. Das Bücherregal existiert gar nicht. Rezept. Versuchen wir es nochmal damit. Seine Zeichen schwarzen Magier, Art von Dämon, weich kann ich das Mesen, den sie an, wenn jemand an den Ort will, den sie bewachen, sind so mächtig, dass selbst die größten Magier keine Chance gegen einen solchen Dämon hat. Allerdings habe ich. Feuerstein. Habe ich alles. Feuerdistel, Feuerstein, Sumpflinie, Blaupilz, Kalmierkraut. Ich muss das Rezept wirklich mitnehmen. Ja, das ist natürlich, das kann man sich ja nicht merken. Dass man das einfach da reinschüttet. Schon schwierig, ne? Einfach so Sachen reinschütten. Das ist nicht Monkey Island. Bei Monkey Island konnte man sich da einen Bug bauen. Oder Game Over, ohne Game Over zu sein. Auch wenn das die wenigsten wahrscheinlich mitbekommen haben, weil sie nicht einfach wie blöd alles in den Topf geschüttet haben. Aber auch damit muss ein Spiel klarkommen. Gut, versuchen wir es nochmal. Da kriege ich es ja diesmal in halb das Haus. Aus! Ich lande direkt im Haus. Durch die Fenster, durch die Tür komme ich direkt. Er wirft mich durchs Fenster da rein, der Adler. So, jetzt muss ich die Kiste nochmal ausrollen. Ja, ich muss die ausräumen. Das ist alles irgendwann mal total unwichtig, was ich mitnehme. Total. In jeglicher Hinsicht. Noch mehr Dietriche, die ich dann nicht brauche, weil... So, genug Seil, um irgendwie... Jetzt soll ich erstmal gucken, wo ich Feuerstein herbekomme. Wäre auch eine Idee, dass ich das Feuerstein da bin. Aber das Feuerstein, das habe ich irgendwann am Anfang mal gebraucht und seitdem nie wieder. Nachdem ihr die letzte Zutat in den Kessel geschüttet habt, verdickt sie das Gebräu. Ihr füllt es in eine eurer leeren Glasflaschen. Jetzt habe ich eben Gasflasche gelesen. Oh, ein komischer Trank. Gut, dann kommen wir jetzt zur Bruderschaft, die ich viel interessanter finde als die Minen. Schade, ich muss erst in die Minen, um dann... Wir werden sehen. Wir werden es sehen. Wir werden müde. Das Rezept habe ich noch. Ach, sehr gut. Für den Fall, dass ich noch mehr Dämonenschlaf lege. Ich bereue davon mehrfach. Ja, das ist jetzt Schwachsinn, das zu nehmen. Ich werde schon wieder müde. Ich muss erst mal Licht machen. Mach mal hier Sonne. Pack meine aus. Vitalität, da packe ich auch immer Sonnen aus meiner Tasche. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch, daher kommt das, ey, was? Oh Gott. Hä? Was? Das ist mein Haus. Da ist mein Haus. Da kann ich auch in der Tür landen, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, wir packen das Rezept wieder weg. Vielleicht brauchen wir es später nochmal. Wahrscheinlich eher nicht, aber... Und dann muss ich wieder Zeug einlagern. Gott, schon wieder. Was habe ich da noch mitgenommen? Seil. Großartig. Für den Fall, dass ich Spitzhacke, Schaufel. Ja, lagere den Dolch da mal noch ein. Und dann. Was soll ich mit dem ganzen Zeug? Bereut das irgendwann mal, dieses Geld? Schluss, muss ich für 1 Million Goldstück etwas kaufen. Das ist, soweit kommst du noch am Ende wirklich. Tja, du hast keine Million Gold, dann kommst du jetzt nicht weiter. Dann bist du jetzt Game Over. 5 Minuten, um das Gold heranzuschaffen. So, danach gehen wir nochmal schlafen, dann gucken wir mal in dieser Bruderschaft vorbei. Das interessiert mich jetzt gerade ehrlich gesagt mehr als die Minen. Vergiss die scheiß Minen.
Zwerge sind eh tot. Pff, Zwerge, wie langweilig. Hallo. So, vorher lagern wir nochmal Kohle ein ohne Ende. So, das. Ja, in Spanneberg wurden sie, glaube ich, nur 50. So, ich hatte hier irgendwo Dietrich eingelagert, da bin ich mir sicher. Hier vielleicht. Kann man Brecheisen stapeln? Alter, ich habe gar kein Brecheisen. Nein, kann man nicht. Aber Dietrich kann man stapeln. Die ich eh nicht brauche, weil ich 100% Chance habe, ne? Ja, komm, lage die zwei auch noch ein. Scheiß auf Dietrich, hier braucht kein Mensch. So. Ich habe hier noch eine Spitzhacke. Kann man die stapeln? Nein, auch nicht. Sind jetzt alles drin. Haufen Zeug. Gut. Ist da oben denn Platz? Nee, das sind ja spitze Hacken. Spitze Hacken. Naja, das sind spitze Hacken. Die nehme ich mal mit und ich habe vergessen, das Seil einzulagern. Ah, scheiße. Zweite Spitzhacke lasse ich mal mit drin und den Rest kommt noch raus. Braucht kein Mensch. Habe ich schon alles. Jetzt bekomme ich das alles dreifach. Das wüsste ich gern mal, ehrlich. So, waren die Seile oben oder da? Ich habe nicht aufgepasst. Das Seil war da, okay. Wenn mal wieder ein Komet kommt, dann binden wir einfach ein paar Seile um unseren Planeten an. Das wird ihn aufhalten. So, ich nehme mal zwei Seile mit. Der Rest bleibt hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich für den Tipp, nochmal nach Spannenberg zu gucken. Ich hätte wahrscheinlich irgendwann die Komplettlösung aufmachen müssen, um das herauszufinden. Wo hatte ich Rüstung?